I wanted to begin my remarks. Ich werde mich einem nicht sehr freudigen Thema widmen und deshalb beginne ich zunächst erstmal mit dem fröhlicheren Teil meiner Ansprache. Ich möchte ein Dankeschön sagen, denn das ist das 25. Jubiläum meines und Gunnars Eintretens bei CSI. Vor 25 Jahren, am gleichen Tag, haben wir bei der Organisation begonnen und in diesen 25 Jahren waren wir ihre Vertreter, die in Solidarität mit den Opfern religiöser Säuberungen an den Fronten der Kämpfe standen, erst im Sudan, jetzt im Nahen Osten und in Pakistan. Und ich möchte zunächst allen hier und den vielen CSI-Vertretern, die heute nicht hier sein können, danken, dass sie uns die Möglichkeit geben, diese Arbeit zu leisten, durch ihre Gebete, durch ihre finanzielle Unterstützung, durch den Basisaktivismus. Da können wir einfach unsere Berufung nicht erfüllen, wenn wir diese Unterstützung nicht haben. Also herzlichen Dank, dass Sie das möglich machen. Danke für die 25 Jahre und wir hoffen auf weitere 25 Jahre, oder Gunnar? Und ich möchte jetzt meine Präsentation beginnen mit einem Andenken an einen weiteren Jahrestag, einer der nicht so fröhlich Gedanken hervorruft. Das war der Genozid der Armenier, Assyrer und syrischen Christen im Osmanischen Reich. Also hier hat man sich insbesondere gegen die Christen im Osmanischen Reich gerichtet. Und hier sieht man einige Parallelen zwischen dem, was 1915 passierte bei diesem Völkermord an den Christen und dem, was heute passiert. Die ersten Fotos dort sind identisch fast mit dem, was heute passiert. Wir sehen, wie Leute fliehen. Rechts sehen wir dann ein Foto von heute. Das ist eine jesidische Familie. Die Jesiden, die vor dem Islamischen Staat flüchten, das war vor ungefähr einem Jahr, als der Islamische Staat einen Großteil des westlichen Iraks einnahm. Dann Kreuzigungen. Die Leute, denen der Hals abgeschnitten wird da unten. Also die Muster bleiben die gleichen und ich möchte eben diese Ähnlichkeiten unterstreichen, denn heute geht es vor allem um den Islamischen Staat. Wir lesen darüber jeden Tag in der Zeitung und durch die sehr professionelle PR, die der IS betreibt, sehen wir ständig Fotos über ihre Grausamkeiten, die sie begehen, und unsere Politiker sprechen über den Islamischen Staat. Präsident Obama sagt, wir müssen den Islamischen Staat zerstören. Und ich und die meisten von Ihnen hoffen natürlich, dass wir den Islamischen Staat lieber früher als später bekämpfen können. Aber es wäre falsch. Die Verfolgung der Christen, die Bedrohung der Minoritäten in der Region auf diese Organisation zu beschränken. Diese gab es 1915 noch nicht. Der IS wurde erst vor kurzem gegründet. Erst seit einigen Jahren gibt es den IS, aber es gibt zwischen dem Genozid 1915 im Osmanischen Reich und dem, was es heute gibt, wirklich Parallelen. Es ist der gleiche Prozess, der hier passiert, die gleiche Dynamik. Und es gibt solche Verfolgungswellen immer wieder seit 1915. Also es gibt ständige Verfolgung für Christen und alle anderen Minderheiten, Nicht-Sunniten, religiöse Minderheiten in dieser Region.
Und jetzt möchte ich noch kurz etwas zum armenischen Genozid sagen. Das passierte nach oder im Rahmen des Ersten Weltkriegs. Damals brachen drei Säulen der vorhergehenden Weltordnung zusammen: die Russen, das Habsburgische Reich und das Osmanische Reich. Alle diese drei Reiche brachen zusammen und damit brach auch ein relativ stabiler Welt Zusammenhang zusammen im Nahen Osten, in Europa, in der ganzen Welt. 1919 endete der Erste Weltkrieg, aber seitdem wird unser Planet vom Nachbeben und den Nachwirkungen der Zusammenbruchs immer wieder geplagt. Und nach der Einigung, nach dem Ersten Weltkrieg, wurde der Völkerbund gegründet. Aber diese ganzen Nachbeben führten zum Zweiten Weltkrieg und darunter auch zum Holocaust. Und die Weltordnung des Zweiten Weltkriegs, charakterisiert durch den Kalten Krieg und zwischen USA und der Sowjetunion, das ist alles aufgebrochen, zusammen mit dem Zusammenbruch des Sowjetreiches. Und jetzt haben wir wieder eine zunehmende Unordnung der Welt. Heute, 100 Jahre nach dem Genozid im Osmanischen Reich, sehen wir wieder ähnliche Szenen, die sich abspielen. And so it is this global disorder that creates the conditions for the growth. Diese globale Unordnung, die legt die Grundlage für die Verbreitung Extremismus, dieser totalitären Ideologien, antichristliche Ideologien, die zu religiösen Auseinandersetzungen und zum Völkermord auch heute, 100 Jahre später, führen. Das nächste Foto. Und ich habe dieses Foto ausgewählt, weil es mir hilft, etwas zu erklären bezüglich der Kontinuität seit dem Genozid von 1915 und den religiösen Kriegen heute. Diese doch recht glücklich aussehenden Kinder, die leben im Nordirak oder lebten im Nordirak vor 2 Jahren. Bis vor 2 Jahren war es so, dass die meisten Leute, die wir dort besucht haben, im Nordirak Christen waren, die durch Al-Qaida oder die Anhänger Saddam Hussein oder die Schia-Milizen vertrieben wurden. Sie mussten ihre Dörfer und Städte verlassen und woanders hingehen. Bei dieser Gemeinschaft war es aber anders. Diese Leute kamen aus Syrien und wir interessierten uns für diese Leute. Sie hatten in Syrien gelebt und sind in den Irak geflüchtet. Und als wir uns die Geschichte nahe anschauen, haben wir was ganz Interessantes festgestellt. Alle diese jungen Leute sind Nachkommen der Überlebenden des Genozids von 1915. Ihre Vorfahren waren assyrische Christen, die in Anatolien lebten und waren Opfer des Genozids im Osmanischen Reich. Viele ihrer Vorfahren wurden getötet, einige haben überlebt. Sie müssten aus der Türkei fliehen, sind in den Nordirak gekommen, in die Nähe von Mosul, was damals dem britischen Gesetz, einem britischen Mandat unterstand. Die Briten waren dort und sie haben dort Schutz gefunden. Und Schutz ist ein wichtiges Wort hier, das werden wir heute noch mehrfach hören im Laufe meiner Präsentation. Sie haben also Schutz erhalten, sie konnten arbeiten, sie hatten gute Beziehungen zu den Briten. Diese haben also dann angefangen, Wurzeln zu schlagen im Nordirak. Aber 1932 sind die Briten abgezogen aus dem Nordirak, also die Schutzmacht verließ den Irak. Und die syrischen Regierungsmitglieder haben sich
diese Syren, Syrer haben sich dann an die Briten gewandt und haben gesagt, jetzt wenn ihr geht, wer schützt uns? Also sie haben um weiteren Schutz gebeten und die britischen Behörden sagten ihnen, nein, es braucht keinen besonderen Schutz. Der Irak als unabhängiges Land wird Teil des Völkerbunds sein und der Völkerbund wird sich schützen. Und Sie können sich vorstellen, welche Art von Schutz der Völkerbund den assyrischen Christen dort bereitstellen konnte im Nordirak. Innerhalb eines Jahres kam es zu einem großen Massaker an Christen im Nordirak und viele von ihnen wurden in diesem Semle-Massaker getötet. Sie sind nach Syrien gegangen. Damals waren die Franzosen in Syrien. Es bestand ein französisches Mandat in Syrien und die Franzosen, die schützten diese Leute. Sie konnten sich dort wieder niederlassen und bis heute lebten diese Leute in der Region Cabo. Sie hatten gute Bildung, sie hatten meistens eigene Geschäfte, es war eine wohlhabende Gemeinschaft. Also ungefähr zwei Generationen lebten dort im Tal des Kabul-Flusses und sie hatten den Schutz des säkulären Regimes in Syrien. Es war keine demokratische Regierung, aber eine säkulare Regierung, die hier den Christen in der Region Schutz bot und so konnten die Christen dort in Frieden und Wohlstand leben. Aber all dies änderte sich mit dem arabischen Frühling, mit den Demonstrationen 2011. Der arabische Frühling erschütterte die Grundfeste des syrischen Staates und es entstand eine Bewegung, die keine demokratische war, obwohl die Leute ja am Anfang eine Demokratie wollten oder eine Regierung nach westlichem Vorbild. Aber das alles öffnete die Tür für sektiererische Kräfte und innerhalb kurzer Zeit war es so, dass die syrische Regierung oder die syrischen Schutzmächte sich zurückziehen mussten aus diesem Gebiet. Die Al-Nusra-Front kam und schließlich auch der Islamische Staat kam. Und die Kinder, die wir dort gesehen haben, auf dem Bild ihre Familie, sind zurück in den Irak geflüchtet, weil sie noch Beziehungen zum Irak hatten. Und diese Frau und die anderen älteren Frauen, die Sie hier sehen, auf dem Bild hatten nicht so viel Glück. Sie sind nicht geflohen und sie wurden vom Islamischen Staat gefangen genommen. Etwa 250 Mitglieder der Gemeinschaft dort wurden vom Islamischen Staat als Geiseln genommen und wurden erst vor kurzem freigelassen. Ungefähr 50 von ihnen wurden freigelassen. Es gibt noch ungefähr 200, die immer noch in Gefangenschaft sind und da muss es Diskussionen und Verhandlungen geben, um diese weiteren 200 Geiseln auch noch befreien zu können. Also das ist nun aus dieser christlichen Gemeinschaft geworden seit 1915. Im Laufe von 100 Jahren gab es drei große Vertreibungswellen. Sie konnten sich nirgendwo richtig verwurzeln und viele von ihnen wollen so weit aus dem Nahen Osten weg wie nur möglich, weil sie dort keine Hoffnung sehen und deshalb möchten sie an Orte wie Australien gehen zum Beispiel. Einfach weg aus dem Nahen Osten, weil sie Generation nach Generation so viel Leiden hinnehmen müssen. Und das letzte Mal waren die Schwierigkeiten mit diesem Islamischen Staat. Es war aber natürlich nicht das erste Mal, dass sie sich Schwierigkeiten gegenüber sahen. Und ich habe schon den arabischen Frühling hier erwähnt. 2011 anerkannte CSI, dass die Vorbedingungen für einen Genozid gegeben sind. Sie sehen hier bei dieser Pressemitteilung,
Meldung, das Datum damals schon hat CSI gesagt, dass die Bedingungen für einen Genozid gegeben sind in der Region. Die Christen sind bedroht. Wir haben zahlreiche Aktionen durchgeführt, um Bewusstsein hier zu schaffen. Und sogar schon vor dem arabischen Frühling gab es Anzeichen, dass die Situation schwieriger wird. Die irakische christliche Gemeinschaft wurde immer kleiner. Sie litten, weil viele Leute vertrieben wurden, umgebracht wurden und so weiter. Und das war noch weit bevor der islamische Staat in die Region kam. Aber dann kam es natürlich zum arabischen Frühling. Viele Regierungen mussten gehen. Natürlich, es waren alles Diktatoren, aber sie haben zumindest einen gewissen Schutz geboten. Sie haben keine Gleichheit geboten, sie haben keine Demokratie geboten, das ist klar, aber zumindest einigen Schutz. Und dieser Schutz wurde nun zerstört. Und dadurch wurden die Bedingungen gegeben für einen weiteren Völkermord. Und wir konnten im Laufe des arabischen Frühlings dann sehen, dass die demokratischen Kräfte sehr, sehr schnell an Boden verloren. Und es kam dann zum sunnitischen Aufstieg sozusagen. Die islamistischen Kräfte, die keine Demokratie wollten, sondern die sich selbst an die Macht bringen wollten als leitende Macht, und das in Ländern wie Syrien und anderen Ländern der Region. Am Anfang haben wir damit nicht viel politische Zugkraft gehabt. Es dauerte lange, bis die Leute anerkannten, dass die Situation im Nahen Osten wirklich so schlecht war. Aber die Dinge veränderten sich, und wenn Sie jetzt auf Google suchen, da finden Sie viele Medienartikel zur Verfolgung von Christen in der Region, dass ihre Existenz bedroht ist. Und im März dieses Jahres sagten die Vereinten Nationen, mehr als 60 Staaten, die haben damals ein Dokument unterzeichnet, worin klar gesagt wird, dass die Christen der Region unter Bedrohung leben. Sie sehen hier Papst Franziskus. Vor einigen Monaten im Sommer hat er Folgendes gesagt: Was heute mit den Christen passiert, ist eine Art Genozid und es muss aufhören. Also dieses Problem ist jetzt etwas, was nicht mehr nur von CSI angesprochen wird, sondern die internationale Gemeinschaft ist sich jetzt dessen bewusst und spricht zumindest mal darüber. Und hier sehen wir eine Karte von Syrien, vom Irak, und es gibt natürlich Probleme im ganzen Nahen Osten, aber die massiven religiösen Säuberungen finden vor allem in diesen beiden Ländern statt. Dort sind die Christen in ihrer Existenz am stärksten bedroht. Und ich möchte Ihnen hier jetzt zeigen, wo sich die Leute befinden und wie die Bevölkerung aussieht und wie sie sich gewandelt hat. Beginnen wir mit dem Irak. Nach dem Sturz von Saddam Hussein kam es hier zuerst zu Veränderungen. Als wir das erste Mal in den Irak kamen, lebten die Leute in Bagdad oder Mosul. Also es gab städtische Zentren mit zahlreichen Christen, und es gab immer mehr Terror gegen diese Christen. Die verließen dann diese Städte und gingen in diesen Teil des Iraks, wo es christliche Gemeinschaften gibt, alte, traditionelle christliche Gemeinschaften, christliche Dörfer. Sie gingen also zu ihren Familien dort, und diese christlichen Gemeinschaften im Irak haben also insbesondere in den Städten gelitten. Die Leute sind deshalb dort in den Norden gewandert, wo sie dachten, dass es noch recht sicher sei. Aber mit der Invasion des Islamischen Staats aus Syrien und der Besetzung von Mosul
Also der Islamische Staat besetzte diese Gebiete, wo die Christen hingeflüchtet waren und lebten. Sie haben sie vertrieben. Viele gingen weiter weg in den nördlichen Irak oder ins Ausland. Aber es ist wirklich sehr, sehr zweifelhaft, ob die christliche Gemeinschaft im Irak überleben kann. Denn der Rückgang der Bevölkerung dort war so stark, dass nicht mehr als 200.000 Christen heute noch im Irak leben. Und erst vor kurzem gab es Gespräche, wo ich gesagt habe, wenn die Dinge so weitergehen, wie sie jetzt sind, dann wird die christliche Gemeinschaft innerhalb einer Generation nicht mehr da sein. Jetzt ist es so, dass irakische Christen sagen, wenn sich die Dinge nicht innerhalb von 5 Jahren ändern, dann gibt es keine christliche Gemeinschaft mehr im Irak. Und im Irak ist es hauptsächlich der Islamische Staat, der zu dieser neuesten Welle der religiösen Säuberungen geführt hat. In Syrien gibt es auch den Islamischen Staat, deren Hauptstadt dort ist Raqqa. Aber dort ist es nicht nur der Islamische Staat. Es gibt viele andere Dschihadistengruppen und einige von ihnen werde ich noch ansprechen. Also es sind Rebellengruppen, die sich gegen die Regierung richten, die einen Großteil dieses nördlichen Teils von Syrien kontrollieren. 50 miles, 50 kilometers or so from the coast. Ihr Gebiet reicht von etwa 50 Kilometer von der Küste, von der Mittelmeerküste entfernt. Und dann gibt es eine Region von ungefähr 600 Kilometern, die religiösen Säuberungen unterworfen wurde, also bis nach Bagdad hinunter. Dort fanden religiöse Säuberungen statt. Was ist mit den Leuten passiert? Also die Flüchtlinge oder anderen Minderheiten, nicht nur Christen, sind geflohen. Viele Millionen sind auch in Gebiete geflüchtet, die von der syrischen Regierung noch kontrolliert werden. Sie haben dort Schutz gefunden, also sie haben Schutz gefunden hinter den Fronten der syrischen Regierung. Und dort befinden sich jetzt die meisten syrischen Flüchtlinge. Und jetzt möchte ich Ihnen einen Herrn vorstellen, dessen Namen haben Sie vielleicht noch nie gehört. Abdullah Al-Muhaisini heißt er. Er ist ein wichtiger Mann, man liest aber nicht viel über ihn in der Zeitung. Er ermöglichte den Jaish al-Fatah, das ist eine Koalition, er ist Saudi-Arabier und er ist nach Syrien gegangen, um den Dschihad zu führen, hat aber nichts mit dem Islamischen Staat zu tun. Er ist jemand, der eine Koalition aufbaut, eine Koalition auf der Al-Nusra-Front, die ja mit der Al-Qaida verbunden ist, wie Sie vielleicht wissen. In der Koalition sind auch andere radikale Kräfte mit drin, auch die Freie Syrische Armee. Und Washington sieht ihn sogar als moderaten Rebellen an, weil er nicht Teil des Islamischen Staates ist. Und sein Job ist es, dass er diese Koalition aufbaut, um Kräfte zu mobilisieren für den Aufbau eines Islamischen Staates, aber eines anderen Islamischen Staates, den er selbst führen möchte. Und er möchte den Islam verbreiten. Er arbeitet zusammen mit einer Allianz aus den USA, wo auch Saudi-Arabien, Katar und die Türkei mit drin sind, also diese sunnitisch-islamistische Allianz, die sich gegen den IS stellt. Gleichzeitig sind sie aber auch Dschihadisten, also sie machen eigentlich ähnliche Sachen wie der IS, verbreiten das aber nicht so sehr über das Internet wie der IS. Also sie haben eine andere PR-Strategie sozusagen.
diese Familie, wir können ihre Gesichter nicht zeigen, sind Opfer dieses Mannes und der Jaish al-Fatah-Koalition. Sie lebten in der Stadt Idlib, die im März von dieser Koalition eingenommen wurde. Es ist ein christliches Paar und ihre Familien wurden getötet, als diese Rebellenkoalition in ihre Stadt kam. Verwandte wurden gefoltert, getötet. Die Rebellen kamen in ihre Wohnung, in ihren Wohnblock und begannen, die Wände niederzureißen, um die unterschiedlichen Wohnungen innerhalb des Blocks zu verbinden. Denn ihre Methode ist es, eine Bevölkerungsgruppe, Zivilistengebiete zu nutzen als menschliche Schilde. Also machen sie einfach Löcher in die Wände, dann konnten sie durch die unterschiedlichen Wohnungen kriechen, ein inneres Netz aufbauen und die syrische Armee kann sie dann nicht so einfach fangen und belangen, wenn sie sich in Zivilistengebieten verstecken. Das machen die Rebellen dort. Also diese Familie wurde als Geiseln genommen, wurden vor einen Emir gebracht und man versuchte, sie zu überzeugen, zum Islam überzutreten. Sie wurden zum Glück gerettet, weil es jemanden gab, der Student eines anderen Mannes, einer christlichen Gruppe dort war. Und er hat den Emir gebeten, diese zwei freizulassen. Sie wurden also dann freigelassen. Sie mussten versprechen, dass sie sich jetzt dem Islam anschließen, und indem sie das versprochen haben, konnten sie dann fliehen. Ich konnte kein direktes Foto von der nächsten Frau machen, von der ich Ihnen jetzt erzähle. Sie war Muslimin und sie wurde aber missbraucht, ihre Familie wurde getötet und sie wollte einfach nicht unter dem Gesetz der Scharia leben. Sie war gut ausgebildet, sie war Krankenschwester, sie wollte eine gute Ausbildung für ihre Tochter haben und sie wusste, dass das unter den Dschihadisten nicht möglich war. Und wir sprechen hier nicht vom Islamischen Staat, wir sprechen von anderen Dschihadisten. Es gibt also verschiedenste Dschihadisten. I show this picture because it shows something of the background. It's my belief. Ich zeige Ihnen dieses Bild, weil es den Hintergrund der Geschichte zeigt. Und ich glaube, wenn wir die Syrer alleine lassen würden, dann hätten wir die Probleme nicht, die wir jetzt im Land vorfinden. Was dort stattfindet, ist ein Stellvertreterkrieg. Externe Mächte haben Interessen, die sie dort in Syrien vertreten. Und über diese Fotos sehen Sie diese beiden Interessengruppen. Wir möchten keine Parteienpolitik hier verfolgen und wir möchten uns nicht auf eine oder eine andere Seite schlagen. Ich zeige hier zwei amerikanische Präsidenten, die mit Saudi-Arabien sehr enge Beziehungen haben und die radikale islamische Ideologie, die zu diesem Genozid führt und geführt hat und zu diesen religiösen Säuberungen, die kommt aus Saudi-Arabien. Und wir können hier sehen, Präsident Bush, der trägt das Schwert des Islam. Ja, sehr wie ein Ritter, ritterlich trägt er das. Ich finde es unglaublich, aber er macht das. Jemand, der von konservativen Christen ins Amt gehievt wird, ohne deren Unterstützung wäre er nämlich da nie gelandet und hätte nie den Kronprinzen von Saudi-Arabien treffen können. Aber dann, wenn er ihn trifft, dann trägt er das Schwert des Islam. Ich kann Ihnen noch viele andere Fotos zeigen. Eines habe ich, wo er den König von Saudi-Arabien küsst. Es gibt hier ein Bild von Obama, der auch eine enge Beziehung mit Saudi-Arabien hat. Da gab es eine große Kontroverse in den USA, als er das erste Mal den saudischen König traf und sich vor ihm verbeugte. Ja, auf Video kann man das gut sehen. But to the King of Saudi Arabia, who projects himself
as the leader of the Ummah. Der US-Präsident verbeugt sich nicht mal vor der Queen von England, aber vor dem arabischen König. Das ist Wahnsinn. Ja, und die Gemeinschaft in der ganzen Welt, die hat dem zugeschaut und hat gedacht, das kann doch nicht sein. In Kairo hat er eine tolle Rede vor der islamischen Welt gehalten und hat unterstrichen, dass er ja auch einen islamischen Hintergrund hat. Er sagte dort etwas, was er in den USA nie sagt, aber in Kairo sagte er, ich bin ja Barack Hussein Obama, und unterstrich dieses Hussein ganz besonders. Die USA haben also leider diese Allianz mit der radikalen sunnitisch-islamischen Welt und treiben da ihre Interessen voran. Und das Interesse der USA an Syrien und am Irak besteht darin, dass sie den Einfluss von Russland und dem Iran in der Region reduzieren wollen. Das ist wirklich der Hauptantrieb dieser Politik. Es führt dazu, dass friedliche Demonstrationen zu Gewalt führen, Gewalt auf beiden Seiten. Und jetzt haben wir Tod und Zerstörung in der Region. Und als Präsident Obama ankündigte im Mai 2011, dass er für einen Regimewechsel in Syrien ist, gab es bis dahin nur 2000 Tote. Nur 2000 Tote. Und seit Präsident Obama öffentlich ankündigte, dass man das Regime in Syrien auswechseln wolle, seitdem gab es weitere 250.000 Tote. Und die Hälfte der Bevölkerung von Syrien wurde vertrieben, musste flüchten. So viele, die innerhalb des Landes fliehen mussten und auch ins Ausland. Und unten sehen wir noch ein Bild von Herrn Putin, der sich vor niemandem verbeugt. Er steht immer aufrecht da und verhält sich sehr, sehr würdig immer. Und er grüßt dort Präsident Assad. Russland hat lange Beziehungen mit Syrien, wirtschaftliche, militärische Beziehungen. Und Russland hat eine Militärbasis in Tartus an der Mittelmeerküste. Das ist die einzige verbleibende russische Marinebasis, die für Russland sehr wichtig ist. Und Putin hat diese Beziehung aufrechterhalten und ist nicht an einem Sturz des syrischen Regimes interessiert. Denn dann würde ja höchstwahrscheinlich ein dschihadistischer Staat entstehen unter Scharia-Gesetzen. Und dann würde Russland natürlich verlieren, was immer es auch in Syrien hat. Und Syrien würde in den Strudel der Allianzen gezogen werden, die den USA, Katar, Saudi-Arabien unterstehen. Also Putin und Russland kämpfen gegen diese Entwicklungen. Und so sieht es halt heute aus in Syrien. Es gibt einige Zeichen der Hoffnung, muss ich sagen. Seit Russland die Luftanschläge gestartet hat und klar gemacht hat, dass man der syrischen Regierung beisteht, gab es einige diplomatische Bewegungen. Natürlich schreit man sich gegenseitig noch an, sozusagen, gibt viele Diskussionen, aber US-Außenminister Kerry hat zumindest mal gesagt, Assad muss jetzt nicht so bald gehen. Man versucht, andere Lösungen zu finden. Also es gibt viele Möglichkeiten, dass man hier eine diplomatische Lösung finden kann. Und gestern in Genf fand ja eine Gesprächsrunde statt. Man spricht zumindest schon mal zusammen, die Saudis und die Iraner sprechen zusammen. Ich möchte keine Vorhersagen machen, ob das erfolgreich ist oder nicht, aber es passiert zumindest mal was.
Und es sieht so aus, als ob die russische Militärbewegung jetzt dazu führt, dass Washington denkt, jetzt gibt es ein mächtiges Gleichgewicht und dass sie ihre Ziele nicht so schnell erreichen können, dass es für sie billiger wird, wenn sie anfangen, Gespräche zu führen und eine Lösung zu finden. Und die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, ist durch ein Abkommen zwischen den Großmächten, insbesondere den USA und Russland, und zwischen ihren Verbündeten natürlich. Erst dann hätten wir eine Grundlage für Frieden, eine Grundlage für einen Schutz für die Christen in Syrien, wenn es überhaupt noch Christen in Syrien gibt, bis eine solche Lösung gefunden wird. Was macht CSI in dieser Situation? Wir machen etwas. Ich habe dieses Bild hier und wenn ich mich recht entsinne, waren diese zwei Kinder syrische Kinder. Sie haben Winterjacken erhalten, wie Sie gehört haben von unserem Präsidenten. Wir bieten humanitäre Hilfe, Wintermäntel, Geschenkpakete mit Essen, elektrische Heizgeräte und so weiter und so fort bieten wir Christen, die Opfer geworden sind in diesen Ländern, die vertrieben wurden, und wir konzentrieren unsere Anstrengungen vor allem auf diesen Teil des Problems. Wir wollen diese Menschen am Leben halten. Wir möchten Bedingungen schaffen, dass diese Menschen in ihren eigenen Ländern so gut wie möglich leben können. Und wir machen natürlich Unterstützungsarbeit. Ich bin hier bei einer Kongressanhörung in Washington. Wir informieren Leute, wir informieren die Öffentlichkeit. Wir versuchen, mit den Mächten zu sprechen. Wir wollen die Realität verbreiten, wie sie wirklich ist, damit diejenigen, die in der Position sind, etwas zu tun, diese Realität verändern. Das ist ein Bild aus Washington, aber wir sind auch in Bern sehr aktiv. Vor einigen Tagen hatten wir in Bern eine Veranstaltung, wo ein Dissident aus Saudi-Arabien gesprochen hat über die Rolle Saudi-Arabiens in der Region, und wir führen also zahlreiche unterschiedliche Veranstaltungen und Aktionen durch. Was die humanitäre Hilfe angeht, muss ich sagen, das ist ein Muss, aber es ist nicht die Lösung. Dadurch können wir die Probleme nicht lösen. Wir können die Probleme nicht lösen, indem wir einfach nur humanitäre Hilfe leisten, denn die Probleme sind grundlegend politischer und spiritueller Natur. Und die können wir durch humanitäre Hilfe alleine nicht lösen. Also diese politische Arbeit, die wir da leisten, die ist extrem wichtig. Das zeigt einen weiteren Teil der Arbeit, die wir leisten. Das haben wir auch in Gunas Präsentation von Pakistan gesehen. CSI arbeitet vor Ort und wir müssen vor Ort aktiv sein. Das ist ein Foto von mir mit dem griechischen Orthodoxen, dem Erzbischof George in Homs. Das ist, was von einer christlichen Schule verblieben ist, die vor 100 Jahren von den Russen gebaut wurde. Die Russen haben also eine lange Geschichte in der Region, und vielleicht können Sie später auch etwas darüber lesen. In Ihrem Briefumschlag gibt es dazu einen kleinen Flyer. Also wir sprechen vor Ort mit den Menschen, um zu wissen, was läuft, denn wir wollen die Wahrheit wissen, wir wollen objektiv berichten über das, was passiert. Das ist unsere Macht. Die Wahrheit ist unsere größte Macht, unser größtes Machtinstrument. Und wir können die Wahrheit nicht erfahren, wenn wir nur am Rande stehen und aus der Zeitung erfahren, was weltweit passiert, und unsere Meinung nur bilden aufgrund dessen, was die Zeitungen schreiben, was durch die Augen der Journalisten und der Medien gefiltert wird. Wir wollen vor Ort sein und es mit eigenen Augen sehen. This is one of our advocacy actions here in Switzerland. Das ist ein Beispiel für unsere Aktionen in der Schweiz. Viele von Ihnen haben diese Petition bereits unterschrieben.
Wir haben eine Petition an Außenminister Burkhalter, dass er seine Anstrengungen intensiviert, die religiösen Freiheiten zu fördern und Frieden zu bringen im Nahen Osten. Und wir haben ungefähr 30.000 Unterschriften in der Schweiz gesammelt. Wir möchten bis Ende des Jahres gern 50.000 sammeln. Und ich rufe alle auf, die noch nicht unterschrieben haben, dass sie das doch bitte noch machen und dass sie auch Familien und Freunde dazu anhalten. Wir haben einige CSI-Freunde hier, die als Freiwillige sehr, sehr aktiv sind bei der Unterschrift. Schriftensammlung. Gisela Graf zum Beispiel, Bruno Stalter, Jonathan Neukomm, die nehmen das sehr, sehr ernst und verfolgen das sehr ernst. Und es ist sehr wichtig, und ich sage Ihnen jetzt, warum das so wichtig ist. Vor einigen Jahren, als wir es mit dem Sudan zu tun hatten, gab es ein Treffen von Mitgliedern unserer sudanesischen Gruppe mit der US-Außenministerin Madeleine Albright. Und die Nachricht, die sie von unserer Kampagne bekommen hat, war, sie müssen etwas gegen die Sklaverei im Sudan tun. Und sie sagte, ja, die amerikanische Regierung wird etwas tun, um die Sklaverei im Sudan machen, wenn sie sich dafür einsetzen, dass die amerikanische Öffentlichkeit sich darum schert. Also wenn Sie etwas tun, damit die Amerikaner darüber hören, davon erfahren, dann werden wir auch darauf reagieren. Wir haben also keine Chance, Bundesrat Burkhalter zu beeinflussen, hier Initiative zu ergreifen, wenn wir einfach nur argumentieren, wenn wir einfach nur nach Bern gehen, Artikel schreiben. Das reicht nicht. Das bewegt den Bundesrat nicht dazu, etwas zu tun. Wenn der Bundesrat aber sieht, dass Schweizer Bürger sich einsetzen, dann sind die Chancen höher, dass wir etwas erreichen können. Wir haben also diese Petition und es ist mir ein großes Anliegen, dass diese Petition in Bern ernst genommen wird. Es hat keinen Sinn, wenn das niemand unterschreibt, dann versteht der Bundesrat nicht, was wir wollen. Dann denkt der Bundesrat, naja, nicht mal die Christen scheren sich darum, dann ist es ja nicht wert, hier politische Risiken einzugehen und Initiativen zu starten. Wenn wir aber ausreichend Unterschriften haben, dann sendet das ein positives Signal aus. Deshalb bitte ich Sie ganz herzlich darum, zu unterzeichnen und andere dafür zu gewinnen, dass wir 50.000 Unterschriften an Bundesrat Burkhalter bis zum Ende des Jahres überbringen können. Und ich möchte abschließen mit Worten, die CSI sehr wichtig sind. Ich glaube, all jene, die uns schon viele Jahre unterstützen, kennen diesen Ausspruch einer der biblischen Säulen von CSI ist, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Und ich möchte, dass wir uns immer daran erinnern, denn viele, viele Jahre lang sehe ich, dass so viele Glieder in China, im Sudan, in Syrien, im Nahen Osten leiden. Und es scheint nicht, dass die anderen Glieder mitleiden. Ja, man sieht einfach nicht, dass die gesunden Glieder das Leiden spüren und darauf reagieren. Wir wissen aber von diesem Ausspruch, dass Paulus Globalist war. Ja, er war kein Stammesführer. Nein, er dachte global. Er dachte an die Welt, die er kannte. Er wusste, dass die Welt verbunden ist. Und die Christen waren schon damals verbunden, obwohl sie noch kein Internet und YouTube hatten. Ja, selbst damals waren die Christen verbunden. Jetzt sind wir noch viel, viel verbundener, als wir es damals waren. Und wir sehen, dass diese globalen Unruhen, über die ich am Beginn meiner Präsentation gesprochen habe, schließlich auch nach Europa kommen. Wir spüren es jetzt auch in Europa. Wir, die christliche Gemeinschaft und die Gemeinschaften im Westen, beginnen jetzt zu spüren und Angst zu haben vor einem Leiden hier bei uns, das durch das Leiden entsteht, über das wir gerade gesprochen haben.
Die Leute hier haben Angst davor. Sie wissen nicht, was mit der Migrationskrise passieren wird. Was wird passieren? Wird es dort 30 Jahre Krieg geben? Davon geht die USA aus, dass es 30 Jahre Krieg im Nahen Osten gibt. Was wird dann passieren, wenn die syrische Armee kollabiert? Was passiert dann mit den Millionen von Menschen, die jetzt mehr oder weniger geschützt sind von der syrischen Armee? Was passiert, wenn die keinen Schutz mehr haben? Wir beginnen jetzt zu sehen, dass es eine Verbindung gibt. Wir sind nicht so weit weg von unseren Brüdern und Schwestern im Nahen Osten. Und ich hoffe, dass die Christen im Westen motiviert werden können, jetzt etwas zu tun. Vielleicht wurden sie noch nicht motiviert durch das Leiden, was so weit weg war. Aber wenn das Leiden jetzt zu uns kommt, vielleicht werden sie dann stärker motiviert.